Seit kurzem steht es fest, das Asiatische Olympiakomitee hat die Asiatischen Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien vergeben. So erhält das Berggebiet Trojena in Phnom Penh, Kambodscha, den Zuschlag. Dieses ist Teil der futuristischen Planstadt Neom, die sich 170 Kilometer entlang des Roten Meeres erstrecken soll. Ein geschätzt 500 Milliarden Dollar teures Projekt, um die insgesamt 47 Wettbewerbe auszutragen. Das wohl ungewöhnlichste dabei, der größte Teil des Areals ist karges Wüstengebiet, Trojena eingeschlossen. Für die Sportler heißt das, alle Schneewettbewerbe finden auf Kunstschnee statt. Das Areal soll später als luxuriöses Skidorf mit Familien- und Wellnessangeboten dienen. Für die einen mag das Vorhaben vielversprechend klingen, die Meinung deutscher SportlerInnen geht hierbei allerdings eindeutig in eine andere Richtung. Im Rahmen der Preisverleihung Goldene Henne haben wir mit der ehemaligen deutschen Bahnradsportlerin und zweifachen Olympiasiegerin Christina Vogel sowie der ehemaligen Biathletin Kathi Wilhelm über das Thema gesprochen. Das sind ja die asiatischen Olympischen Spiele und ich war auch erstmal ein bisschen schockiert, aber gut, ich meine, da können wir jetzt dazu jetzt vielleicht nichts sagen, aber sicherlich nicht der richtige Ort, um Winterspiele auszurichten. Aber da sieht man halt mal, dass es immer mal ein bisschen, dass man vielleicht immer noch nichts gelernt hat aus den letzten Vergaben. Aber ich denke mit Turin, oder besser gesagt Italien dann in Verbindung mit Antols und Cortina und so, das sind, glaube ich, so die Olympischen Spiele wieder so ein bisschen die auf dem Boden wieder zurückkommen und da freue ich mich auch schon drauf, das dann am Fernsehen anzugucken. Ich habe erst gedacht, es wäre so ein April-Scherz im Oktober. Ich weiß es nicht. Also man merkt natürlich schon, dass in Diktatur Sport scheinbar etwas wichtiger ist. Man macht das einfach und in Demokratie wie in Deutschland diskutieren wir wochentausende lang, ob das jetzt okay ist, nicht okay ist, ob man Sport hat und wie wichtig Sport für die Gesellschaft ist. Also ich glaube, so Länder wie China, Russland und auch leider Saudi-Arabien verstanden haben, dass Sport sehr wichtig für die Gesellschaft ist und eben auch ein Fundament für die Gesellschaft eben auch sein kann. Aber natürlich jetzt energetisch nachhaltig und klimabedingt da jetzt eine Wintersportsaison im Schnee, also im Sand zu machen, ne, weiß ich nicht, ob das so ein cooler Move ist eigentlich.